positive Identifikation des vom Verräter kommandierten Kreuzers. Verbindung mit taktischer Anzeige. Meinem Abfangkurs folgen. Bring uns sicher an den heftigsten Gefechten vorbei und setze uns an seine Flanke. Das Ziel unternimmt keine Ausweichmanöver. General, vordere Waffen aufgeschaltet und bereit. Feuer! Ihr Schild ist deaktiviert. Vordere Disruptoren, geladen und aufgeschaltet. Feuer einstellen. Schilde senken. General, wir haben Sie. Ich erbitte die Ehre, den endgültigen Todesstoß setzen zu dürfen. Position an Ihrem hinteren Schild halten und auf meine Anweisungen warten. Ich mache diesem Spielchen nun ein Ende. Chefingenieur, beame mich auf die Brücke des Verräters. Schande, den Triebwerk ist mir egal. Ich will Chang. Schüttle ihn ab und bring uns in Position, oder dein Kopf wird mir als Schmuck. Kelnor, Sohn des Giochs. Ich fordere dich nach dem alten Ritual des Blutfriedens heraus. Deine Offiziere werden Zeugen sein. Chang, du bist hier nicht in einem Hörsaal der Akademie. Dies ist ein Kriegsschiff des Hauses Gioch. Dein Leben wurde in meine Hand gelegt, als du an Bord gebeamt wurdest. Es wird kein Duell geben. Unsere Ahnen haben so ihre Differenzen beigelegt. Das Ritual des Blutfriedens ist in der heutigen Zeit der Dekadenz nicht mehr allzu beliebt. Es ist jedoch noch bindend. Oder willst du vor deinen Männern deine Feigheit bloßstellen? Du bist ein Narr, Chang. Kanzler Lorak wird fallen. Seine Krankheit schwächt ihn zusehends. Er kann dem Hohen Rat nicht mehr vorstehen. Zieh diese Herausforderung zurück. Schließe dich mir an. Ich sichere dir einen Platz in meiner Regierung zu. Meine Herausforderung bleibt bestehen, Kaelor. Wenn es Loraks Schicksal ist, abgesetzt zu werden, gut. Dann werde ich sicherstellen, dass ein würdiger Nachfolger sein Erbe antritt. Nicht ein feiger Sohn des Gioch. Welche Worte Shakespeares fallen dir jetzt ein, Chang? Hättest du mein Angebot angenommen, hättest du deinen wahren Feind bekämpfen können. Nun bist du nur eine kleine Wanze auf meinem Weg nach oben. Du glaubst, du hast gesiegt? Meine Familie wird mich rächen. Mein Fluch dich verfolgen. Armer Komödiant. Leben ist nur ein wandelndes Schattenbild. Ein Märchen ist erzählt von einem Blödling voller Klang und Wut, das nichts bedeutet. Nichts. So vielen Jahren des Übens und Lernens habe ich, Torlak, Sohn des Rovach, einen Platz in dieser Halle verdient. Allein für die Ehre meiner Familie hat sich die Mühe gelohnt. Doch was wird der General denken? Wird er erkennen, dass ich stark genug bin, meine Krieger in den Kampf zu führen? Wird er...
Ich heiße euch in der Klingonischen Eliteakademie der Verteidigungstruppen willkommen. Ihr habt eure Brüder auf dem Weg in diese ehrwürdige Halle übertroffen. Doch das ist nicht genug. In den kommenden Tagen werdet ihr geprüft und bis an eure Grenzen gefordert. Die meisten werden versagen. Und versagen bedeutet die sofortige Entlassung aus dieser Einrichtung. Vergangene Erfolge zählen hier nicht. Ich bin weder am Namen eurer Väter interessiert, noch an eurer Abstammung. Was mich interessiert, ist eure Belastungsgrenze. Wie werdet ihr euch im Kampf verhalten? Wie weit geht ihr, um eure Ehre zu wahren und eure Pflicht zu erfüllen? Dies sind einfache Fragen, die über das Schicksal unseres Imperiums entscheiden werden. Eines Tages wird es Krieg geben mit unserem wahren Feind, der Föderation. Manche verneinen dies, doch es wird geschehen. Bevor es dazu kommt, muss eure Rolle in diesem großen Konflikt feststehen. Diese Akademie wurde errichtet, um die besten Kriegsschiff-Commander der Galaxie auszubilden. Die wenigen von euch, die bestehen, werden sofort ein Kriegsschiff kommandieren. Diejenigen, die versagen, erleiden keine Schmach. Denn was immer euch beschieden ist, hier an der Akademie oder darüber hinaus, vergesst nie, ihr seid Klingonenkrieger. Klingonenkrieger. Ich habe euch die Herausforderung gestellt. Lasst uns nun die